Eines ist klar geworden. Katja Wolf ist nicht die nette ehemalige Oberbürgermeisterin aus Eisenach. Sie ist inzwischen die Wolf im Schafspelz. Wo bin ich denn hier gelandet, dass ich solche Wortspiele verdient hätte? Ach ja, im Herbst diesen Jahres, genauer gesagt im September, sind in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen. Und anlässlich dieser Landtagswahlen hat unsere grüne Lieblingspolitikerin Katrin Göring-Eckardt, Lieblingspolitikerin natürlich gleich nach Ricarda Lang, ein an Peinlichkeit und Lächerlichkeit kaum zu überbietendes Video hochgeladen, wo sie zeigt, warum das BSW ganz, ganz schlimm ist und ihr das auf keinen Fall wählen solltet. Aber seht selbst. Natürlich wollen wohl alle hier dafür sorgen, dass die AfD in Thüringen nicht stark werden kann und keine Gestaltungsmöglichkeiten hat. Manche denken, dafür könnte man die CDU wählen oder das BSW. Jetzt hat zum Beispiel Katja Wolf, die Spitzenkandidatin des BSW, in einer Fernsehsendung sehr klar gesagt, dass sie auch bereit ist, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wenn es so sein soll, dann wird man darüber diskutieren. Und dann ist es die Macht des Arguments im politischen Raum. Da habt ihr es gehört. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das übrigens schon seit seiner Gründung diese Parteilinie hat, keine Koalition mit AfD und mit Grünen einzugehen, möchte nicht jeden Antrag der AfD pauschal ablehnen. Also wenn die AfD, keine Ahnung, einen Ausbau des Bildungssystems fordert, mehr Investitionen in die Schulen beispielsweise, dann wird das BSW solche Anträge nicht pauschal ablehnen. Das klingt doch furchtbar, oder? Ja, jetzt nehmen wir die Ironie mal beiseite. Ihr merkt, wie vollkommen hilflos Katrin Göring-Eckardt hier argumentiert. Also wenn die AfD etwas Vernünftiges sagt, keine Ahnung, wir sollten mehr Geld in die Schulen investieren, wir sollten Bürokratie in der Verwaltung abbauen, irgendwas kann ja mal sein, kann man ja nicht ausschließen, dass von der AfD was Sinnvolles kommt, dann wird das BSW Anträgen der AfD, die inhaltlich richtig sind, natürlich auch zustimmen. Das ist zwar auch schon seit jeher die Parteilinie des BSWs, die AfD einfach als normale Partei zu behandeln, deren Anträge man zustimmt, wenn man ihnen inhaltlich zustimmt und deren Anträge man eben ablehnt, wenn man sie inhaltlich ablehnt. Also das ist der vernünftige Umgang, den man mit jeder anderen Partei pflegen sollte und das BSW pflegt diesen Umgang eben auch mit der AfD. Koalitionen mit der AfD sind wegen zu großer inhaltlicher Differenzen weiterhin ausgeschlossen. Das haben auch Wagenknecht, auch Wolf, auch alle anderen Spitzenkandidaten des BSW immer gesagt, aber man kann ja, wenn man im Wahlkampf keine anderen Argumente hat, hier eine AfD-BSW-Koalition herbeischwurbeln, die nicht geplant ist. Einzige, was geplant ist, ist, wie gesagt, inhaltlich guten Anträgen zuzustimmen und nicht auf irgendwelche vollkommen idiotischen, ideologisch begründeten Brandmauern zu setzen. Deswegen ist völlig klar, wenn du willst, dass die AfD keine Chance auf Gestaltung hat, wenn du willst, dass das BSW mit seiner kruden nicht nur Außenpolitik keine Chance auf Gestaltung in Thüringen hat und keine Einflussnahme, dann musst du Bündnis 90 Die Grünen stark in den Landtag wählen. Und wenn du nicht möchtest, dass die Grünen in Ostdeutschland irgendetwas zu sagen haben, dann solltest du bei den nächsten Wahlen BSW wählen. Ja, das BSW hat nämlich, wie eben schon gesagt, nicht nur Koalition mit der AfD ausgeschlossen, sondern auch Koalition mit den Grünen. Diese ideologisch vollkommen verbohrten Fanatiker schaden gerade unserem Land. Sie ruinieren gerade unsere Wirtschaft, sie bauen Demokratie und Freiheitsrechte an allen Ecken und Enden ab, wo es nur geht. Und entsprechend ist es auch eine meiner Ansicht nach sehr, sehr gute Entscheidung des BSWs, mit dieser Partei Koalitionen künftig auszuschließen. Zumal sich diese Frage in Ostdeutschland sowieso nicht mehr stellen würde, da die Grünen wahrscheinlich aus allen drei Landtagen fliegen werden. Zumindest wenn die Wahlergebnisse ähnlich aussehen, wie es die Umfragewerte gerade hergeben. Zum Abschluss nochmal ein Hinweis zu mir selbst. Ich bin kein Parteimitglied des BSWs, ich sympathisiere aber sehr mit dieser Partei und wünsche ihr für die drei kommenden ostdeutschen Landtagswahlen wirklich alles Gute. Also wählt BSW, damit solche Leute wie Katrin Göring-Eckardt in unserer Politik möglichst nichts mehr mitzureden haben.